Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Ereignis von enormer Tragweite. Durch dieses Ereignis ist es für die AfD möglich, bis zur Bundestagswahl einen großen Stimmungsumschwung herbeizuführen. Nicht so Zeug. Sie haben vor kurzem, Sie haben zwei Prozesse gegen Frau von Storch verloren, weil Sie dummes Zeug behauptet haben. Also jetzt lassen Sie mal. Darüber können wir gerne ausführlich reden. Ich glaube nicht, dass das die Leute hier wirklich interessiert. Aber nein, da können wir nach der Sendung Sie vielleicht nicht, drüber reden. Der Spiegel und sein Märchenerzähler Relotius sind zurzeit wieder in aller Munde. Sie erinnern sich? Der größte Medienskandal seit den Hitler-Tagebüchern. Bully Herbig verfilmt das nun. Was aber noch auf ein Drehbuch wartet, das sind die Münchhausen-Geschichten von Melanie Ammann, ihres Zeichens Leiterin des Hauptstadtbüros und stolzes Mitglied der Chefredaktion. Die Lügengeschichten von Frau Ammann haben es nämlich auch in sich. Alles juristisch bestätigt, wie hier in diesem Urteil vom Landgericht Berlin vom 27. Mai. Zum zweiten Mal habe ich gegen Lügen Ammann geklagt und gewonnen. Sie beschreibt in einem Buch in vielen kleinen Details, wie ich Wüste rumgefeiert hätte auf einer Party, auf der ich aber erwiesenermaßen gar nicht war. Die Schilderungen von Frau Ammann über mich, so attestiert ihr das Gericht, sind, Zitat, unwahr. Das ist zur Überzeugung des Gerichtes, Zitat, bewiesen. Sie ist, so nachzulesen, hier ihren journalistischen Sorgfaltspflichten nicht hinreichend nachgekommen. Oder kurz, sie lügt, dass sich die Balken biegen. Beim Spiegel hat das ja im Grunde Tradition. Und es hat sich seit Relotius auch nichts geändert. Mausgerutscht ist eine ebenso frei erfundene Wortschöpfung von Frau Ammann, die sie mir angehängt hat. Das habe ich nämlich nie gesagt. Auch dagegen hatte ich geklagt und das Berliner Landgericht stellte seinerzeit schon einmal ein ebenso vernichtendes Urteil aus. Das Gericht sah nicht mal einen, Zitat, Mindestbestand an nachprüfbaren Belegtatsachen als gegeben an. Die inzwischen gängige Vokabel Mausgerutscht ist einfach frei erfunden. Halt Spiegel Fake News. Lieber Spiegel, ihr solltet mal in eure Redaktion rutschen und ausrumpeln, damit wieder Platz bei euch ist für journalistische Mindeststandards. Viel Erfolg. Die AfD hat ja immer das Problem, dass sie vorgeführt wird öffentlich, mehr oder weniger. Dass sich die Journalisten trauen, die AfD zu beschimpfen und die AfD immer nicht richtig Kontra geben kann. Zum Beispiel, wenn jetzt Gauland sagt, er hat Corona-Diktatur gesagt, dann machen sie ihn dafür fertig, dass er den Begriff Diktatur verwendet hat. In Ihren Augen sind wir jetzt im Grunde, um im Bild von Herrn Wanderwitz zu bleiben, nahtlos von der SED-Diktatur in die Merkel-Diktatur und in die Corona-Diktatur übergegangen? Naja, das ist natürlich ein ziemlicher Unsinn, was Herr Wanderwitz da sagt. Interessant ist, dass ich Sie danach überhaupt nicht gefragt hatte, Herr Gauland. Ich wollte nämlich von Ihnen wissen, ob wir jetzt in einer Merkel-Diktatur angekommen sind und sogar in einer Corona-Diktatur. Es gibt eine Debatte in der Öffentlichkeit darüber. Sie sagen, wir sind kurz vor einer Diktatur. Also es war lange das Parlament nicht dabei. Das, was Herr Gauland sagt, ist mit Verlaub hanebüchener Unsinn zu sagen, das sei eine Diktatur, wenn man ein mit dem im Bundestag beschlossenes Gesetz, das auch soeben vom Bundesverfassungsgericht gebilligt wurde, wurden ja Eilanträge dagegen zurückgewiesen. Also das auf der einen Seite, wo man dann einfach mal so das Wort Diktatur in den Raum stellt, als wäre das irgendwie so ein Szenario, mit dem man rumspielen kann, nach populistischem Belieben. Es ist aber so, wie sich anhand des Vorfalls zeigt, ganz leicht beweisbar zeigt, dass wir nicht mehr in einer funktionierenden Demokratie leben. Warum nicht? Weil der Meinungsbildungsprozess komplett gestört ist. Wie zeigt sich das jetzt ganz einfach für den Zuschauer? Im Grunde, wir sagen ja, die Altmedien, sie täuschen, sie lügen. Wir wissen es. Aber die AfD und andere Oppositionelle, auch Querdenken, sie schaffen es nicht, dass öffentlich in der Konfrontation, also wenn sie aufeinandertreffen mit den Altmedien, das dem Zuschauer zu vermitteln. Sie scheuen die Konfrontation. Sie trauen sich bis jetzt nicht. Weil es tatsächlich nicht so einfach ist. Und weil die Altmedien trickreich sind. Aber jetzt haben sich die Altmedien verpokert. Sie haben der AfD jetzt ein mächtiges Schwert in die Hand gegeben. Was ist passiert? Melanie Ammann, eine Chefredakteurin des Spiegels, Leiterin des Hauptstadtbüros in Berlin,
wurde gerichtlich der zweifachen Lüge überführt, also der vorsätzlichen Täuschung in zwei Fällen. Das ist aber nur der kleinere Skandal oder die kleinere Chance für die AfD, weil das eine Redakteurin auch in höherer Position Fehler macht. Das ist halt so. Das kann in einer Demokratie passieren. Das viel gravierendere, was aber anscheinend, was vielleicht die meisten noch gar nicht gemerkt haben, ist, dass die Altmedien, die kompletten großen Medienhäuser, dass sie darüber nicht berichtet haben, dass sie diesen Fall verschwiegen haben. Und das habe ich auch hier dokumentiert, durch Google, indem ich bei Google gesucht habe und nichts gefunden habe. Es kommt nur eine Presseportalmeldung, aber die ist von der AfD lanciert. Ob Welt, Spiegel, Stern, Fokus, wer auch immer, niemand schreibt darüber. Niemand. Und einen leichteren und besseren Beweis gibt es für die AfD gar nicht, wie man es den Zuschauern vermitteln kann. Es ist ein Beweis von ähnlicher Tragweite wie damals mit dem Sonnenstand-Tool bei der Querdenken-Demo in Berlin, wo ein Falschfoto verwendet wurde. Und auch da die anderen Medien nicht darüber berichtet haben. Dass die anderen Medien nicht darüber berichtet haben. Das ist die eigentlich große Sache. Was war damals passiert? Es haben die Faktenfinder die Demo klein geredet. Oder die ganzen Medien haben ja behauptet, es wären höchstens 25.000 oder höchstens 18.000 bis 20.000 Leute gewesen. Das haben sie dem Zuschauer nahegelegt, das haben sie nicht direkt gesagt. Dazu sind sie zu trickreich, aber sie haben es dem Zuschauer nahegelegt. Und sie haben auch nahegelegt, wenn jemand jetzt mit einer sehr viel größeren Zahl ankommt, dass er spinnt, dass das dummes Geschwätz ist. Um das zu untermauern, haben sie ein Foto genommen, das angeblich von der Veranstaltung war, das um 16.40 Uhr aufgenommen wurde. Es wurde tatsächlich aber um 13.30 Uhr aufgenommen. Und zufällig konnte die Polizei keine weiteren Fotos mehr machen. Zufällig, angeblich aus Datenschutzgründen. Das heißt, es wurde ein Foto verwendet von 13.30 Uhr, und es wurde behauptet, es wäre von 16.30 Uhr. Um 13.30 Uhr waren die meisten Leute in der Stadt in einem Demozug, sind durch Berlin gelaufen und viele Teilnehmer waren noch gar nicht anwesend. Die Altmedien haben in der Eile einen riesigen Fehler gemacht. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Und um diese Leute aus dem Diskurs ausgrenzen zu können, mussten sie die Zahl kleinreden. Das ist ganz entscheidend, dass sie diese Leute aus den Talkshows raushalten können, dass sie ein Alibi haben, nicht darüber zu berichten. Deswegen mussten sie die Zahl kleinrechnen. Aber in der Hektik haben sie einen Fehler gemacht. Sie haben also gedacht, sie können dieses Foto verwenden und können einfach behaupten, es wäre von 13.30 Uhr, obwohl es von 16.30 Uhr war. Aber das konnten sie in Wahrheit nicht tun, weil man konnte es nachweisen, dass das Bild von 13.30 Uhr war. Auch relativ einfach, nachdrücklich für den Zuschauer. Anhand des Schattenwurfs ist unzweifelhaft zu erkennen, dass ein Foto von 13.30 Uhr verwendet wurde. Was bedeutet das? Zunächst haben die Faktenfinder getäuscht. Sie haben ein Foto genommen und haben es bewusst falsch deklariert, weil als Faktenfinder kann ihnen so ein Fehler nicht passieren. Sie haben es dann rausgemogelt und haben schon während dem Schreiben dann gesagt, nach Angaben des Fotografen, sozusagen, dass sie die Schuld auf den Fotografen abwälzen können. Aber es ist natürlich selbstverständlich, dass Faktenfinder das überprüfen müssen, die Herkunft von Fotos. Der größere und entscheidendere Skandal ist aber, dass im Nachhinein noch Korrekturen an dem Artikel vorgenommen wurden, von diesem Faktenfinder-Artikel. Aber es wurde nicht der Zeitpunkt korrigiert von dem Foto, der ja auch den ganzen Artikel obsolet macht. Weil wenn das Foto von 13.30 Uhr ist, dann kann ja kein Nachweis erbracht werden, dass die Zahl so gering war. Es baut ja alles auf dem Foto auf. Und jetzt kommt der entscheidende Beweis, der von der AfD nicht aufgegriffen wurde, der von niemandem aufgegriffen wurde. Der entscheidende Beweis für die nicht funktionierende Demokratie ist, dass die anderen Medien es nicht aufgegriffen haben, dass sie nicht berichtet haben. Die AfD und andere, wenn sie von Kartellmedien und solchen Dingen erzählen, also von gleichgeschaltet reden, dann kommt ja das Totschlagargument, ihr seid Verschwörer. Ihr seid Spinner, ihr seid Verschwörungstheoretiker. Was ihr erzählt, ist vollkommener Mist. Und damals, anhand dieses Vorfalls,
hätte man die Möglichkeit gehabt, und es wurde leider nicht benutzt, obwohl ich in Videos oft darauf hingewiesen habe, es wurde nicht benutzt, in öffentlichen Auftritten, den Beweis zu führen, dass der Meinungsbildungsprozess gestört ist, dass die Demokratie nicht funktioniert. Und damit wurden die Leute nicht dazu bewegt, alternative Medien zu konsumieren. Weil man hätte ja auch gleichzeitig den Leuten sagen können, konsumiert die alternativen Medien. Das hat man damals versäumt, man hat es nicht gemacht. Und jetzt mit diesen beiden Prozessen von Beatrix von Storch, mit Melanie Ammann, hat man ein noch besseres Ereignis. Ein Ereignis von noch größerer Tragweite, obwohl es damals auch schon sehr gut war. Hier haben wir auch wieder das gleiche Schema. Es wird also Frau Ammann lügt hier direkt, also sie erfindet Geschichten über Frau von Storch, die nicht stimmen. Und sie steigt auf als Chefredakteurin, obwohl sie diesen Fehler macht. Und jetzt kommen aber noch ein paar Sachen dazu. Es war direkt nach dem Relotius-Fall. Und es ist eine doppelte Lüge. Also es wird schon bei Melanie Ammann offensichtlich, dass sie das mit voller Absicht gemacht hat und dass sie auch weiß, dass ihr nichts passiert. Und dann kommt wieder das Entscheidende, was das eigentlich Entscheidende ist, wie bei dem Foto, dass die anderen Medien es nicht aufgreifen. Es ist aber anscheinend so, dass die AfDler selbst dieses Schwert, das sie jetzt in die Hand bekommen haben, es noch gar nicht verstanden haben, dass sie es eigentlich in der Hand haben. Das zeigt der Originalton von Beatrix von Storch, der so ein bisschen, ja was heißt, so ein bisschen höhnisch, nicht höhnisch, aber so ein bisschen überheblich daherkommt, in dem Sinne, dass sie jetzt sagt, ja, ihr müsst mal ein bisschen sorgfältiger sein, ihr müsst jetzt mal bei euch aufräumen. Sie denkt jetzt, der Spiegel hat einen Skandal am Hals. Und anscheinend hat Beatrix von Storch das noch nicht überrissen, dass jetzt gar kein Skandal passiert, also jedenfalls nicht durch die Altmedien. Dass aber die AfD dadurch jetzt die Chance hat, die Altmedien komplett zu entblößen. Die AfD hat jetzt die Chance, für die Bundestagswahl das Ruder komplett herumzureißen. Wie würde das gehen? Es müsste jetzt eine große Flugblattaktion erfolgen. Oder bei jedem Auftritt müsste jetzt dieses Beispiel genannt werden, wodurch man die Altmedien komplett enttarnen kann. Also man kann ihnen jetzt die Maske herunterreißen, man kann sie demütigen. Das klingt jetzt so böse, aber das ist ganz wichtig. Weil bis jetzt wird die AfD immer gedemütigt. Mit dem Rechtsextremismusvorwurf. Oder sie werden als Verschwörer gebrandmarkt, wenn sie sagen, es würde in Deutschland nicht demokratisch zugehen. Und jetzt hat die AfD den einfachen Beweis für den Zuschauer in der Hand, um zu zeigen, der Meinungsbildungsprozess ist komplett gestört. Ihr täuscht vorsätzlich die ganze Zeit. Vor allen Dingen täuscht ihr, indem ihr behauptet, ihr seid redlich. Die eigentliche Lüge von den Medien ist ja die Behauptung, sie würden ausgewogen berichten. Das ist die eigentliche Lüge. Und damit kriegt man sie dran. Jetzt kann man sagen, ihr lügt, indem ihr behauptet, ihr würdet ausgewogen berichten. Ihr betreibt in Wahrheit wissentlich eine Fehlberichterstattung. Ihr täuscht vorsätzlich. Und ihr behauptet, ihr würdet die Wahrheit sagen. Ganz einfach kann die AfD das jetzt immer sagen. Und die anderen können nichts dagegen sagen, weil der Beweis vollkommen offensichtlich ist. Es ist der ganz klare Beweis. Und damit fallen natürlich auch die Altparteien zusammen, weil sie von der Medienberichterstattung profitieren. Jetzt bietet sich die Chance, die Leute auf die alternativen Medien umzulenken. Auf Reitschuster, auf PI News, auf Epoch Times, ganz wichtig. Und wenn das so ist, warum wählt man dann ausgerechnet die AfD oder glaubt, eine bessere Freiheit mit der AfD zu finden? Jetzt kann die AfD und können andere sagen, konsumiert diese Portale, dann bekommt ihr eine ausgewogene Berichterstattung. Und wenn die Berichterstattung ausgewogen ist, dann kommt die AfD auch auf 40-50% oder das heißt die AfD, von mir aus auch die Basispartei. Diese ganzen alternativen Parteien kommen dann hoch, weil das gesamte Lügengebäude dann zusammenbricht. Dieses ganze Framing, es werden ja die Themen künstlich hochgehalten, die den Grünen helfen. Mit dem Klima, es ist ja eine Täuschung, eine Stimmungsmache. Wenn die alten Medien weg sind, die jetzigen etablierten Medien, wenn die Leute sie nicht als vertrauenswürdig erachten, wenn sie öffentlich gedemütigt sind, sie schwach aussehen, das ist ja das Entscheidende. Bis jetzt sieht ja die Opposition schwach aus. Sie wirkt von den Medien gedemütigt und von den Altparteien. Jetzt hat man eine so starke Waffe,
dass diese Leute eigentlich am Ende sind, wenn die AfD es richtig macht, wenn die Opposition es richtig macht. Solche Vorfälle, die müssen gesammelt und verbreitet werden. Und dann kann wirklich noch die große Wende gelingen, auch noch in wenigen Monaten. Das muss den Leuten nur nahegebracht werden. Und das Entscheidende ist, dass man den Leuten zeigt, dass man die Altmedien demütigen kann, dass man stärker ist, dass wir in der Lage sind, diese Diskussion zu gewinnen. Das ist das eigentlich Entscheidende, was bis jetzt der AfD immer nicht gelungen ist, dass sie sich jetzt immer wegduckt. Das wird, die ganze Zeit wird Dreck über der AfD ausgekippt mit dem Rechtsextremismusvorwurf. Und sie können nichts sagen. Und sie trauen sich nicht mehr in Talkshows, weil da werden sie dann 5-1 und sie haben, das ist einfach schwach. Es sieht einfach schwach aus. Es gibt natürlich noch andere Täuschungsmethoden, die ich ja auf meinem Kanal auch erkläre, wie man das alles machen kann, wie man auch jetzt schon bestehen kann. Aber jetzt mit diesem Vorfall ist es nochmal was ganz anderes. Jetzt ist es wirklich sehr leicht geworden. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Für Spenden, allen Spendern bin ich sehr dankbar. Sie helfen, den Kanal am Leben zu erhalten. Wenn ihr auch spenden wollt, in der Beschreibung unten sind die Links. Vielen Dank. Macht's gut.